Hallo Leute, willkommen auf meinem Bett. Darf mich nicht so viel bewegen beim Reden, weil mein Bett immer knarzt. Willkommen zu einem neuen Video. Mich fragen immer mal wieder Leute, ob ich Buchtipps habe, weil ich ja schon sehr viel lese, beziehungsweise schon sehr viel gelesen habe, auch in den vergangenen Jahren. Und ich da einige Bücher habe, die mein Leben sehr verändert haben, beziehungsweise sehr beeinflusst haben. Ich dachte, ich teile die einfach mal mit euch, weil ich das eigentlich jedem nur empfehlen kann. Lest mehr Bücher. Lest einfach mehr Bücher. Fragt nicht warum, aber lest einfach mehr Bücher. Es gibt so viele gute Bücher, die so viel Positives zum Leben beitragen und von denen man sehr viel lernen kann, wo man sehr viel draus ziehen kann. Die Bücher, die ich heute vorstelle, sind genau solche Bücher. Bücher, die halt über Selbstentwicklung gehen oder auch um Skills fürs Leben etc. pp. Das sind halt solche Bücher, die ich gerne lese. Selbsthilfebücher, wie man immer so schön sagt. Aber ja, das sind Bücher, die ich gerne lese und davon möchte ich euch gerne heute meine liebsten Bücher vorstellen. Die ich jetzt hier vorstelle, die habe ich alle mindestens einmal gelesen. Die meisten davon habe ich sogar 2 bis 3 Mal gelesen. Einfach, weil es nicht schaden kann. Das kann ich euch auch ans Herz legen. Wenn ihr Bücher habt, also ich kaufe halt auch gerne Bücher, einfach weil ich sie so gerne so oft lese. Und selbst wenn man sie nicht komplett durchlesen kann, manchmal reicht es auch, wenn man da ein bisschen durchflippt und dann wieder die Ideen in den Kopf kommen, die man aus diesem Buch ziehen kann. Ich habe das ein bisschen eingeteilt in verschiedene Kategorien, weil das jetzt alles nicht ein Thema ist quasi. Es sind zwar alles so Selbsthilfebücher, beziehungsweise einfach auch Bücher, die halt ein bisschen bildend sind, beziehungsweise halt einfach ein was fürs Leben mitgeben. Und ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Ich fange einfach mal mit dem Buch an, was ich auch als allererstes tatsächlich gelesen habe, was in diese Richtung geht. Und zwar How to Win Friends and Influence People. Das Buch gibt es natürlich auch auf Deutsch. Ich habe die meisten Bücher hier, glaube ich, auf Englisch. Also ich lese halt einfach lieber auf Englisch. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, I'm so international. Es gibt die Bücher, wie gesagt, auch alle in Deutsch. Ich verlinke die euch auch einfach alle mal. Sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Dann könnt ihr euch selber aussuchen. Ich glaube, auf Deutsch ist es schon deutlich einfacher zu lesen. Und ich glaube auch, dass ich aus vielen Büchern vielleicht noch ein bisschen mehr hätte mitnehmen können, wenn ich sie auf Deutsch gelesen hätte, weil ich dann einfach mehr verstanden hätte. Miss International kennt keine Grenzen. Zumindest dieses Buch, How to Win Friends and Influence People. Es geht halt in diesem Buch darum quasi, wie man den Umgang mit anderen Menschen erlernt und versteht. Es sind halt auch wirklich sehr praktische Tipps drin, die man direkt quasi anwenden kann. Also das sind halt so verschiedene Unterkapitel. Zum Beispiel zum einen Fundamental Techniques, also fundamentale Techniken im Umgang mit Menschen. Zum Beispiel niemals jemanden kritisieren oder verurteilen oder sich beschweren bei anderen Menschen. Das sind halt einfach so diese Basissachen. Dann kommen noch so Sachen wie 6 Wege, wie man andere Menschen dazu bringt, einen zu mögen. Und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, da ich auch ein bisschen mit Sozialphobie ja schon immer gelebt habe, das hat mir sehr weitergeholfen, beziehungsweise hat mir sehr viel meine Augen geöffnet und sehr viel zu verstehen gebracht, warum ich zum Beispiel bei anderen Menschen nicht so gut angekommen bin früher, weil ich einfach viele Dinge, die hier drin stehen, das komplette Gegenteil gemacht habe. Wenn man dieses Buch liest, eigentlich merkt man dann mal, es ist eigentlich sehr einfach, Freunde zu gewinnen. Und es ist eigentlich auch sehr einfach, mit Menschen zurechtzukommen. Natürlich ist die Umsetzung nicht immer einfach. Ich kriege es ja auch oft einfach nicht hin, mich irgendwie normal sozial zu verhalten. Aber wenn man das hier liest, das hilft auf jeden Fall sehr. Dann auch ein etwas allgemeineres Buch. Also wir kommen gleich zu diesen ganzen wirklich deepen, spirituellen Büchern. Aber davor noch ein Buch, was auch eher wissenschaftlich ist. Und zwar ist das The Power of Habit. Hier geht es halt generell um Gewohnheiten. Und wie funktionieren Gewohnheiten? Wie bilden sich Gewohnheiten? Wie wird man negative Gewohnheiten los? Wie baut man neue positive Gewohnheiten auf? Und so weiter und so fort. Und das hat mir einfach so ein Grundverständnis halt dafür gegeben, wie wichtig es ist, gute Gewohnheiten zu haben. Wie wichtig es zum Beispiel für mich dann auch ist, diese Gewohnheiten in einer Morgenroutine zu haben und immer wieder zu machen und wie viel das auf eine lange Sicht gesehen einfach bringt. Wie gesagt, es ist eher wissenschaftlich, aber sehr, sehr gut zu lesen auch. Sehr spannend. Und wo wir schon beim Thema Gewohnheit sind, kommt jetzt auch das Buch, wo ich bei meiner Morgenroutine schon drüber geredet habe und zwar Miracle Morning. Und dieses Buch ist wirklich eins meiner Lieblingsbücher, weil es einfach wirklich so sehr mein Leben beeinflusst hat und verändert hat. Auf so eine positive Weise. Hier geht es halt um die 6 Gewohnheiten, die man morgens machen sollte oder 6 Gewohnheiten, die einem halt sehr viel bringen, wenn man die morgens macht und das jeden Tag. Das waren, wie ich schon erwähnt habe, Lesen, Meditation, Affirmation, Visualisieren, Journaling, beziehungsweise halt Tagebuch schreiben oder generell schreiben und Sport. Dieses Buch, ich habe das glaube ich schon 2 oder 3 oder 4 Mal sogar gelesen, ich weiß es gar nicht. Man kriegt auch jedes Mal irgendwie was Neues daraus. Dieses Buch, wenn ihr mehr im Leben erreichen wollt, wenn ihr einen besseren Start in den Tag haben wollt, wenn ihr mehr Motivation haben wollt, eure Ziele erreichen wollt, dann kauft euch dieses Buch. Also mir hat es geholfen. Und mir hilft es immer noch, jeden Tag. Dann kommen wir mehr in diese Richtung,
Richtung, also hier mit den 6 Gewohnheiten, da ist ja auch schon was zu Affirmation und Visualisierung und sowas drin. Aber kommen wir jetzt noch mehr in dieses Thema Mindpower und Law of Attraction. Absoluter Klassiker zum Thema Law of Attraction ist The Secret. Also in diesem Buch wird halt generell erstmal erklärt, was ist Law of Attraction überhaupt, wie funktioniert das, wie setzt man seine Gedanken ein, damit man Sachen in sein Leben manifestiert. Ich muss sagen, das Buch an sich erklärt halt erstmal gut, was Law of Attraction ist. In meinen Augen ist es vielleicht ein bisschen zu überspitzt und ein bisschen zu viel versprechen, weil halt wirklich dort gesagt wird, du musst dir einfach nur was wünschen und dann kommt es. Ja, so funktioniert Law of Attraction, aber es ist halt nicht mit einem Fingerschnips und dann ist es auf einmal da. Ich kann mir nicht wünschen, yo, ich will jetzt ein rotes Fahrrad und dann habe ich da unten ein rotes Fahrrad. Vielleicht sage ich, ja, ich will jetzt ein rotes Fahrrad, vielleicht gehe ich gleich vor die Tür, gehe eine Runde spazieren und irgendwo steht ein rotes Fahrrad. Unabgeschlossen, you never know. Das wäre dann Law of Attraction. Aber an sich ist dieses Buch auch sehr gut. Und für die Leute, die nicht gerne lesen und es trotzdem wissen wollen, was hier drin abgeht, es gibt auch die Dokumentation davon, beziehungsweise Verfilmung davon auf Netflix. Guckt euch die Doku an, dann seid ihr auch klüger fürs Leben. Weiter zum Thema Mindpower und Visualisieren und Affirmationen. Und zwar das Buch Mindpower. Das heißt einfach Mindpower. Dieses Buch ist sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr gut geschrieben und verständlich geschrieben und ist so ein bisschen wie so ein, wie sagt man, wie so eine Anleitung, wie so ein Manual und zwar für Mindpower. Hier stehen halt zum Beispiel Sachen drin, wie visualisiert man, wie schreibt man Affirmationen oder was machen Affirmationen, wie funktioniert das Unterbewusstsein und wie kann man das Unterbewusstsein für einen selber nutzen, wie kann man sein Selbstbild irgendwie verbessern, wie kann man Kreativität hervorrufen. Das steht hier alles zum Beispiel drin oder auch zum Beispiel, wie man sich selbst heilen kann mit der Kraft der Gedanken. Ja, und dieses Buch ist halt wirklich einfach zusammengefasst, sehr, sehr gut, sehr, sehr mächtig, Leute. Jetzt ein Buch, was einem sehr viel für persönliche Weiterentwicklung was bringt. Und zwar ist es auch ein absoluter Klassiker. Ich glaube, davon haben wahrscheinlich auch schon ein paar Leute was gehört. Und zwar The Four Agreements, beziehungsweise die 4 Vereinbarungen, habe ich das, glaube ich, auf Deutsch. Ich bin mir nicht sicher. Das sind halt quasi 4 Vereinbarungen, die man mit sich selber trifft für ein glücklicheres Leben, für ein erfüllteres Leben. Und zwar, ich kann euch das jetzt auch mal kurz sagen, was diese Agreements sind. Und zwar sind das zum Beispiel erstens, sei tadellos mit deinen Worten. Zweitens, nimm nichts persönlich. Drittens, triff keine Annahmen. Und viertens, gib stets dein Bestes. Und diese Vereinbarung, ich glaube, wenn man diese Vereinbarung mit sich selbst ausmacht, glaube, dann hat man ein sehr, sehr glückliches Leben. Ich muss sagen, ich habe davon sehr viel mitgenommen aus diesem Buch. Vor allem mit diesem triff keine Annahmen. Es ist halt einfach so, wenn ihr irgendwelche Annahmen trefft über andere Menschen, dann macht ihr euch so einen Kopf darüber, euer ganzes Bild oder eure ganze Situation auf diese Annahmen auf, anstatt dass ihr einfach mal offen kommuniziert mit dieser Person. Oder mit gib stets dein Bestes. Ist nicht gemeint, ja, du sollst immer versuchen, immer besser und besser, besser zu sein. Natürlich schon, aber da steht halt auch drin, dein Bestes ist nicht jeden Tag auf dem gleichen Level. Und dein Bestes ist vielleicht nicht das Beste von wem anders. Sondern wenn du dein Bestes gegeben hast, dann kannst du mit dir im Reinen sein. Und dann kannst du ja auch nicht mehr machen. Es ist halt einfach so, dass man sich viel zu viel vergleicht. Dieses Buch, ein Hit. Dann ein Buch, was ich gerade auch aktuell lese, beziehungsweise halt zum zweiten Mal lese, ist jetzt von Eckhart Tolle. Dieses Buch, wie hier schon schön steht, ein Leitfaden zum spirituellen Erwachen. Dieses Buch finde ich sehr, sehr gut. Hat mir auch wirklich sehr viel in meinem Leben gebracht und hat mir sehr meine Augen auch geöffnet, weil es geht halt einfach darum, es bringt nichts, wenn du immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebst. Und das machen die meisten Menschen. Wir sind verseucht. Wir sind verseucht, weil wir mit unserem Bewusstsein eigentlich nie wirklich im Jetzt sind. Und es ist halt sehr meditativ. Es wird auch über Meditation gesprochen in diesem Buch. Auf jeden Fall hat es mich sehr viel schon glücklicher gemacht und auch sehr viel gebracht. Mit dem Fokus auf dem Jetzt und dem Fokus auf den Moment lebt man deutlich leichter als mit dem Fokus auf irgendwas anderes. Und das bedeutet nicht, dass man sich keine Ziele setzt. Das bedeutet nicht, dass man nicht irgendwelche Pläne hat fürs Leben. Das bedeutet auch nicht, dass man sich an schöne Momente nicht mehr erinnern darf. Aber es bedeutet einfach, dass wir in unserem Leben meistens so unbewusst leben und unsere Tage einfach nur an uns vorbeiziehen und wir einfach in unseren Routinen stecken und einfach das Leben gar nicht richtig leben oder wahrnehmen, sondern einfach, keine Ahnung, einfach in so einer Wolke stecken, aus der wir nicht rauskommen. Oder auch, dass wir zum Beispiel leben, um zu warten. Also das hat ich zum Beispiel auch immer sehr gemerkt, dass ich immer, in der Schulzeit zum Beispiel, habe ich immer auf die nächsten Ferien gewartet. Oder jetzt, dann erwartet man auf den Geburtstag, dann wartet man aufs nächste Event, dann wartet man darauf, anstatt einfach jeden Tag so zu genießen, wie er ist und jeden Moment so zu genießen, wie er ist. Vor allem jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo man nicht weiß, was die nächsten Wochen, die nächsten Tage passieren wird, finde ich es sehr wichtig, dass man bewusst bleibt und im Jetzt bleibt. Das Jetzt ist alles, was es gibt. Alles, was vergangen war und alles, was kommen wird, war immer im Jetzt und wird immer im Jetzt sein. Und dann kommen wir schon zum letzten Buch und zwar ist das The Breakthrough Experience. The Breakthrough Experience, es ist ein sehr praktisches Buch, weil nach jedem Kapitel gibt es Aufgaben, die man machen soll und auch Affirmationen, die man sich selbst sagen soll. In diesem Buch geht es halt auch sehr um das Thema Dankbarkeit.
Achtsamkeit und wie Dankbarkeit in diesen ganzen Themenbereichen, in diesen ganzen Affirmationen, Visualisieren, Law of Attraction, Mindpower, alles quasi ein Antriebsstoff ist. Also Dankbarkeit ist wirklich das, was all diese Dinge, all diese Praktiken nochmal um ein Vielfaches verstärkt. Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Dinge, die man lernen kann. Leute, schreibt auch Dankbarkeitstagebuch. Schreibt Dankbarkeitstagebuch. Sucht euch jeden Tag Dinge und egal wie klein die sind, für die ihr dankbar seid. Dankbarkeit ist, glaube ich, eins der besten Gewohnheiten, die man sich aneignen kann. Es geht aber auch um Dinge wie Konflikte auflösen oder auch Traumata auflösen oder Konflikte mit anderen Personen auflösen. Hier ist auch sehr der Fokus auf sich selbst und wie man den Fokus auf sich selbst hat und wie man für sich selber halt mit Dingen abschließen kann und so weiter und so fort. Und was ich auch noch vergessen habe, in diesem Buch geht es halt auch noch um diese Dualität des Lebens. Dass es halt nicht nur positiv oder nur negativ gibt, sondern dass es immer ein doppelseitiges Schwert ist und dass egal was passiert, es immer in Balance ist. Das ganze Leben ist eigentlich immer in Balance. Es geht halt um dieses Auflösen von einseitigen Verschiebungen im Leben und die gibt es immer. Die gibt es, wird es immer geben und die gibt es immer. Aber es geht halt darum, das Positive und das Negative auszubalancieren, in die Mitte zu bringen und quasi, dass wir halt keine einseitigen Emotionen spüren, sondern ein ausbalanciertes Leben haben. Und darauf kommt es ja eigentlich an. Okay, Leute, das waren meine Büchertipps für heute. Das sind halt wirklich meine absoluten Lieblingsbücher zu diesen ganzen Themen. Ich hoffe, ich habe irgendwo euer Interesse wecken können oder dass ihr jetzt irgendwie mal einen Anhaltspunkt habt, wenn euch irgendeines dieser Themen interessiert oder ihr euch zu irgendwelchen von diesen Themen mal was durchlesen wollt, dass ihr da irgendwie mal hinguckt. Yo, welche Themen sind das, die mich interessieren? Worüber möchte ich was lernen oder wo möchte ich irgendwie mich weiterbilden oder weiterentwickeln? Dann kann ich euch diese Bücher auf jeden Fall ans Herz legen. Ich verlinke euch die auch, wie gesagt, alle auf Englisch und auf Deutsch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, falls euch irgendwie jetzt inspirieren konnte oder animieren konnte, motivieren konnte, eines der Bücher zu lesen oder zu kaufen oder whatever. Okay, Leute, haut rein!